Jo Leute, was geht? Euer Danny the Greg in the house. Ich grüße euch wieder recht herzlich in meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute muss ich mal meine intellektuelle Brille anziehen, denn es geht um eine wichtige Person für YouTube Deutschland. Dr. Marcel Scorpion, ein inzwischen ziemlich großer YouTuber mit über 1 Million Abonnenten, ist ein ziemlich wertvoller YouTuber. Ich würde auch sagen, hochintellektueller, vor allem pädagogisch und psychologisch wichtig für die Jugend von YouTube Deutschland. Vor einigen Wochen gab es schon das erste Video, wo er den pädagogischen Teil aus sich heraus sprudeln lassen hat, indem er gesagt hat, was denn eigentlich in YouTube Deutschland falsch laufen würde. So meinte Dr. Marcel Scorpion, dass unter anderem die Zuschauer und aber auch der YouTube-Algorithmus dafür schuld wären, dass YouTube Deutschland das wäre, was es aktuell ist. Aber Dr. Marcel Scorpion fügte noch weiter hinzu und appellierte auch an die Zuschauer, ein wenig Rücksicht auf ihre YouTube-Stars zu nehmen und das Ganze nicht so hochkochen zu lassen, denn die YouTube-Stars, so wie er auch selbst, sind Opfer, wie gesagt, des YouTube-Algorithmus. Wie ihr seht, sehr wertvolle, vor allem hochintellektueller Content von Dr. Marcel Scorpion. Aber Dr. Marcel Scorpion wäre nicht Dr. Marcel Scorpion, wenn er nicht noch einen draufpacken würde. Und so hat er auch vor einigen Tagen ein Video veröffentlicht, wo es darum ging, dass es 15.000 Euro Schmerzensgeld geben sollte. Denkste. Als man das Thumbnail sah, dachte man, puh, pow, hätte er aufs Maul bekommen, denn das Thumbnail ist ziemlich gut bearbeitet. Es sieht aus, als hätte er wirklich auf die Fresse bekommen und er hätte 15.000 Euro Schmerzensgeld erhascht. Aber in diesem Video ging es wieder natürlich um den pädagogischen Teil des Dr. Marcel Scorpions. Er wollte natürlich wieder einen sinnvollen Content für die Jugend in YouTube Deutschland bieten. So entnahm man aus diesem Video dann, dass Dr. Marcel Scorpion ja eine Real-Life-Story uns mitteilen wollte, wie er mit einem unter 18-Jährigen, der auch vor der Kamera zusammen mit ihm im Video sitzt, in einem Club gegangen ist, wo eigentlich, und ich betone, der 17-Jährige gar nicht sein dürfte, laut dem Gesetz. Und wenn wir es jetzt genau auslegen würden, dürfte er halt nicht, hat er auch selber in seinem Video gesagt. Und dann ist es anscheinend so passiert, dass sie sich anscheinend irgendwie in einem Streit aus Versehen manövriert haben und beinahe hätte der 17-Jährige Schläge kassiert. Die Moral von der Geschichte ist, hätte der 17-Jährige Schläge kassiert, so hätte man 15.000 Euro Schmerzensgeld zahlen müssen. Und wie ihr auch seht, auch diese Geschichte und vor allem dieses Video war wieder mal eine reinste, absolut geniale, hochintellektuelle und vor allem pädagogisch wichtige Information für die YouTube Deutschland Jugendlichen bzw. für die Minderjährigen. Es hatte eigentlich nichts mit dem Thumbnail zu tun und auch der Titel beinhaltete irgendwie nicht das, was man eigentlich erwartet hätte. Puh, pow! Aber Marcel Scorpion, Entschuldigung, Dr. Marcel Scorpion hat einmal wieder den Vogel auch dort abgeschossen. Aber, Ladies and Gentlemen, Dr. Marcel Scorpion wäre nicht Dr. Marcel Scorpion, wenn er noch nicht das Ganze weiter auf die Spitze treiben würde. Und so brachte er jetzt vor einigen Tagen wieder mal ein Video heraus, was ziemlich psychologisch und vor allem pädagogisch wichtig für YouTube Deutschland ist. Es ist auch inzwischen in den Trends gelangt. Und hier geht es dabei, dass er Jugendliche gefragt hat, wie Mädels die Jungs klar machen und wie die Jungs die Mädels klar machen. Und da verwendet er auch sehr oft das Wort Sluts. So machen es halt einfach die heutigen YouTube-Psychologen und Pädagogen. Genauso auch machte es Marcel Scorpion und ich möchte euch einfach mal kurz in meiner Streaming-Ecke demonstrieren, aus welchem Grund Dr. Marcel Scorpion das Ganze eigentlich gemacht hat. Ab geht's! So, jetzt befinden wir uns auch bei diesem Video von Dr. Marcel Scorpion, was inzwischen auch in den YouTube-Trends angekommen ist und es heißt, sie schickt Nacktbilder, ein ziemlich psychologisch und vor allem wertvoll
pädagogisches Video für die Jugend von YouTube Deutschland. Hören wir uns mal kurz an, warum er das Wort Slut mehrmals für Mädchen verwendet. Achtung, bevor das Video losgeht, hier ein Sicherheitshinweis. Und zwar verwende ich für das Wort Mädchen häufiger mal das Wort Slut in diesem Video. Das Ganze hat den Hintergrund, dass ich schon öfter mal Jungs gehört habe, die genau so über Mädchen gesprochen haben und ich mich darüber lustig machen wollte. Ach so ist das. Ja, ich finde, das ist eine absolut legitime Erklärung, Herr Dr. Marcel Skorpion. Willst du mich eigentlich, wie würde jetzt ApoRed sagen, ich kann es nicht mal aussprechen. Ich meine, ich habe dann auch von Julians Blog auch mal ein Video geschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, hier gibt es auch eine Beleidigung. San Diegos und talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreicht. Talentfreier, jämmerlicher Bastard. War auch nicht weiter verwunderlich, dass talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheiß... Auch in dieser Szene, talentfreier, jämmerlicher Bastard. It. Aber talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheiß... Auch hier höre ich wieder das Wort talentfreier, jämmerlicher Bastard. Dreimal in drei verschiedenen Szenen. Also heißt es, weil ich es auch hier jetzt öfter mal gehört habe und ich es ein wenig mit dir assoziiere, weil ich auch irgendwie der Meinung bin, dass du ein wenig talentfrei bist, könnte ich dich jetzt auch talentfreier, jämmerlicher Bastard nennen, was ich natürlich nicht mache. Ist das wirklich dein fucking Ernst? Ist das wirklich dein fucking Ernst, Marcel Skorpion? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wieso ein Typ so viele Abonnenten hat und dann so einen Bullshit von sich gibt und solche Videos auch noch in YouTube Deutschland in den Trends landen. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Und eine letzte Frage an seine Freundin. Sonny, hör mal, Liebes. Wenn du dir manchmal solche Videos von deinem Freund anschaust... Schämst du dich dann manchmal? Hast du dir echt einmal in der Schule bzw. auf der Arbeit einen runtergeholt? Beides, ja. Beides? Ja, ich habe auf der Arbeit schon heftig gekeult manchmal, Digga.